Guten Tag, Sir. Hola, ey, wie geht's? Schlecht, wie ist krank? Ich bin krank, ey. Ich war im... Gott. Ich war im tiefen Westen, oder? Ach du Scheiße, Sie sind ja einer von denen. Oh Gott. Sie brauchen dringend einen Arzt. Tief im Westen sollte man sich nicht aufhalten, besonders nicht in Amarillo. Da ist die Seuche. Halten Sie sich von der Amarillo fern, auf jeden Fall. Und wenn Sie hier keinen Arzt finden, gehen Sie zur Train Station und rufen Sie in Saint-Denis an. Vielleicht erreichen Sie einen. Ich reite mir ein bisschen schnell zu die Mine, bevor wir hier erketten. Hier wird's echt verdammt kalt. Hätten Sie sonst vor, mein Pferd kann nicht mehr so viel. Ist nicht so stark. Na, ich bleib lieber bei Ihnen, falls einem von uns etwas passiert. Oh nein, oh nein. Oh nein! Howdy! Guten Tag, Mr. Bears. Guten Tag! Mensch, wie geht's Ihnen? Ich habe mir gerade gesucht. Sehr gut, sehr gut. Entschuldigen Sie bitte, dass ich gestern nicht mehr aufgetaucht bin. Ich hatte ein bisschen viel zu tun in der Wohnung. Alles gut, alles gut. Ich war gerade auf Expedition oben in den Bergen. Jetzt steht gleich die nächste Expedition an. Und Gott sei Dank hat mir der Arzt gerade etwas geholfen. Bin mit einer kleinen Krankheit zurückgekommen. Ich war übelst der Kälte. Dort war eine scheiß Kälte. Welcher Arzt ist drin? Steck dir mal Heu in die Tasche. Für dein armes Pferd. Kann sich ja keiner angucken. Welcher Arzt ist gerade im Krankenhaus? Vor allem ist auch sehr viel dünner. Der Herr, der da mal steht und der etwas ruhiger ist. Ah, okay, okay. Ja, perfekt. John, dann würde ich sagen, holst du fix die Kutsche und ich sag schon mal Bescheid, dass wir fix Sachen haben zum Abgeben, wenn Arzt da ist. Ja, Madame Bijou fing auch gerade eben noch zu mir an, dass die wohl gestern ein Labor gefunden haben mit einem mysteriösen Buch. Da wollen wir jetzt gleich nochmal hin. Können Sie gerne mitkommen? Oh, natürlich, gerne. Achso, und der Gentleman hinter mir ist übrigens Schmied. Ne? Wenn Sie Eisen- und Bleierze haben, können Sie das an dem Gentleman verkaufen. Eine gute Besserung. Ab auf. Ab in den Stall. Dann bis gleich. Ah, oh mein Gott, wo kommt ihr denn her? Guten Tag. Erschreckt mich doch nicht so. Ola! Von die Ecke. Dreh mich um, auf einmal kommt ihr von da. Holy smokes. Begleiten Sie uns denn auf unsere Expedition, Mr. Murphy, Frank Murphy. Oh ja, wir kennen uns aus Valentine. Stimmt. Aha. Also, Mr. Murphy, begleiten Sie uns auf unsere kleine Expedition? Ich denke schon. Mr. Bearson hat gefragt, ob ich teilnehme. Oh, wie aufregend. Dann sind Würde wir eine freuen. Kleine Gruppe. Ja, natürlich, Sie sind jederzeit herzlich eingeladen. Zumindest von meiner Seite. Ich habe da nichts dagegen. Umso mehr, umso besser. Gerade. Er hat was erzählt von einer Art Labor oder sowas. Ja, was haben Sie da entdeckt? Na, ich war mit Abraham gestern dort und auf einem von diesen Tischen lag eben ein, ich weiß nicht, ob das ein Tagebuch war oder ein Forschungsbuch. Auf jeden Fall standen da ein paar Sachen drin über Mich-Wesen, Mich-Menschen, irgendwie sowas. Ganz, ganz merkwürdig. Abraham war sehr interessiert daran, aber ich habe das Buch selbst nicht gelesen, aber vielleicht liegt es noch da. Interessant, interessant. Ja, richtig. Ich war letzte Tage in den Bergen unterwegs. Und wenn Sie an einem Mountain relativ weit hochreiten, dort liegen Knochen. Wir haben uns diese Knochen angeschaut und dachten im ersten Moment, sieht ja aus wie ein Mensch. Ja. Aber
Auf näheren Blick waren diese Knochen viel zu groß für einen Menschen. Ein Bär? Möglich. Aber ich denke, er hat nicht so ein Schädel wie ein Mensch. Oh. Kannst dich später dafür erkenntlich zeigen. Okay. Aber Mr. Biersen hat ja einen Fachmann und ich denke, er wird sich das bei Gelegenheit nochmal anschauen. Das war der... Wie hieß der Herr, Mr. Biersen? Herr Blum. Herr Blum, richtig, richtig. Dürfte ich Sie dann darum bitten, schon mal die Praxis zu erlernen, wie man Hörner am besten in einem Körper entfernt und wie man die Löcher dann am besten schließt? Das ist ganz einfach, der Herr. Dann ist es ja gut. Das Horn einfach stecken lassen. Oh, Schiefprüfer scheiße. Drauf, anzünden. Das finde ich jetzt alles nicht gut. Nein, natürlich kann man das Horn rausziehen und die Wunde natürlich danach verbrennen oder nehmen. Tendiere aber zu zweiter. Also ich denke, rausziehen ist ja eh für alles eigentlich eine gute Technik. Ja, das ist halt schwierig. Sie müssen sich halt vorstellen, dass durch ihren Körper auch Arterien gehen. Und diese Arterien sind sehr stark durchblutet und wenn sie das Horn rausziehen und eine von diesen Arterien ist beschädigt, dann können sie innerhalb von Minuten verbluten. Oh. Ich würde sogar sagen, fast Sekunden. Na, vielleicht sollte man dann doch in manchen Situationen rausziehen, nicht als erste Option sehen. Das ist richtig. Also ich kann Ihnen nahelegen, auch wenn es nur ein Messer ist, alles was tief in den Körper reingeht, erstmal stecken lassen, bis die Zinnemarzt kommen. Okay. Das haben Sie gut formuliert. Juhu, ein Abenteuer, liebe Abenteuer. Ein Dennis, ne? Gibt nichts Schöneres. Jetzt rennt der da vorne einfach über die Straße. John. Ja. Streben Sie auch so Ziele an, wie Mr. Beers? Ja, ich glaube, wir teilen da die gleichen. Habe ja gerade erfahren. Möchte sich auch zum Wanderarzt ausbilden lassen. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich das alles so verstehe. Deswegen hätte ich einfach weiter meine Pflanzen gemacht. Ach so. Sie haben den grünen Daumen. Genau. Machen diese Menschen hier in diesem Scheißdrecks Country einmal vorher dieses Mannbär-Schweinhaus und dieses Haus. Hm. Hier ist alles wild durchwühlt. Otta Madre, was macht der hier? Was da ist denn hier? Weißt du, wann ich das zuletzt gesehen habe? John, was machst du denn? Du verrückte Menschen, oder was ist mit dir? Sehr eigenartig hier. Mr. Biersen. Ja, hier, hinter Ihnen. Hier, schauen Sie sich das mal an. Was ist denn das? Da scheinen interessante Sachen bei zu sein, oder? Sind dies Chemikalien? Hier steht Antibiotikum rum und Pors aus Rehen und verschiedene Heilkräuter aus Jamaika. Oh! Aus Rehen, damit haben wir Leute immer bewusstlos gemacht. Was für verschiedene Kräuter aus Jamaika. Oh, das ist ja noch schlimmer hier. Eieiei. Doc, was haben wir hier schon wieder für eine Scheiße gefunden? Kantahar, P und was gibt's hier noch? Keine Ahnung. Da vorne das Buch habt ihr gesehen, ja? Ja. Er schaut sich's auch gerade an. Kann man diesen Was zur Hölle ist das?
Schamane, ist das hier jetzt so eine giftige oder so eine ungiftige gefangen. Schlange? Das ist ein gefangener Blitz. Ich würde sagen, die ist eher bleich. Das ist eine schon giftige, aber die verspricht das leichtere Gift. Ah. Und Hunter, verdammt, wo hast du die ganze Kacke schon wieder her? Hab ich gefunden. Wer schießt denn hier? Hat der immer gerade geschossen? Oben im Wald bestimmt jemand, der am Jagen ist. Die Schlange? Was ist das denn passiert? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, mein Pferd hat ihn getreten. Oh. Nee, das ist immer. Fremde Pferde mag der gar nicht. So. So, jetzt muss das klappen. Wie geht's dir, Hunter? Oh. Oh, was hat mich erwischt? Das hier. Und dann bin ich. Ja, wo? Unvorsichtig geworden. Was Sag ist das hier? Kann man sich hier... Ich glaube, hier gilt es, ein Rätsel zu lösen. Rätsel? Also ich kann hier verschiedene Einstellungen tätigen. Tatsächlich? Ja, in jeder Ecke ist doch so eine Kugel, oder nicht? Oh, sorry. Buma! Oh mein Gott. Buma, Buma. Habt ihr das gehört? Nein, was denn? Die Waffen rausholen, Puma in der Nähe. Oh Gott. Der war früher Sniper-Schütze, verstehst du? Bei der Armee. Neu, Mensch, Doc. Wie gern hätte ich sie in meiner Forschergruppe? Das ist ganz schön weit oben hier oben. Geht's allen gut? John? Daisy. Ja. John, wo bist du? Sag mal, John, bist du da oben auf dem Turm? Ja. John, was ist denn da oben? Nix. Okay, dann komm mal vorsichtig runter, John. Oh, ich hoffe, der fällt da. Sie brauchen mehr Ärzte für die Forschergruppe bei den Leuten. Ja. Die sind alle lebensmüde. Der geht einfach da hoch. Hop. Und genug Ärzte kann es hier im County, glaube ich, nicht genug geben. Ja. Aber siehst du, sie kriegen ja auch alles Mögliche an Informationen mit hier, habe ich das Gefühl. Sicher. Und sag mal, mein Ohr aufhaben. Ich wollte einiges. Ich glaube, ich sollte mich auch mal gemütlich einen Tag mit einem Fläschchen Whisky herbeisetzen und. Einfach die Sonne genießen. Man bekommt viel mit, auch viel Mist. Ja, Mist, natürlich. Ja. Auch wie viele Leute hier vom Pferd getreten werden, das ist nur zum Totlachen. Das kann ich verstehen. Ja, gestern hatte ich Probleme. Das ist besser als Theater hier. Ja, Theater ist ein Scheiß dagegen. Jede Theatervorstellung, das haben sie recht, ist dagegen ein Witz anscheinend. Sie haben gesagt, hier ist ein Schmied jetzt vor Ort, oder was? Ja, richtig, hier in Saint-Denis unten am Stall ist anscheinend ein Schmied und an der McFarlane's Ranch, wenn ich das richtig verstanden habe. Zwei Schmiede im County. Das ist doch gut. Schmiede braucht das Land. Aber das wäre tatsächlich eventuell auch noch was, wo ich mich für interessieren könnte. Weil die schmelzen die Sachen ein, stellen Patronen her. Ja, gut zu wissen. Aber Patronen kann man ja auch beim Waffenladen kaufen. Richtig, aber wenn sie das selber können. Ja. Hat auch schon seine... Sie auf jeden Fall. Richtig. Oh. Ich werde mich, glaube ich, mal bei dem Herrn unten erkundigen. Finden Sie mal den Namen raus, bitte. Wenn Sie es können. Von dem Schmied? Ja.
Ja, den kann ich Ihnen sofort schon nennen, einen Moment. Perfekt, Hunter, geh mal beiseite. Der liegt da. So, dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Mr. Beast. Hola, hola. Oh, ich stehe im Weg, oder? No, no, Sie sind nicht im Weg. Können Sie mir den Namen von dem Schmied hier in der Stadt sagen? Ich hab noch was für Sie, ne? Das ist echt, das freut mich sehr. Ja, ich hab noch ein bisschen ein paar Versorgung. Ich werd gleich mal eben runter zum Schmied gehen, also ein paar Informationen von dem Herrn. Na, ein paar Sachen noch abgekauft. Oh, ah, hast du endlich einen neuen Gaul geholt. Aber man tut, was für tut man? Hola. Hallo. Wie geht's? Wie ist denn? Ja, Frank. Wissen Sie, wie der namentlich heißt, der Schmied hier in der Stadt? Herr Anderson ist das, glaube ich. Herr Anderson. Herr Anderson, ja. Werde ich gleich mal besuchen und sogar ein bisschen erfragen. Na, der ist wohl direkt hier rechts von uns die Straße runter. Ja, direkt beim Stall. Genau, anstatt die direkte Stalltür reinzugehen, einfach eine rechts daneben in die rote Tür und dann hinter der hinter dem Sattelständer ist dort die Schmiede. Wunderbar. Was hast du da zwei? Ob es das ist oder ob ich es verwechsle. Dass das Saloon ist oder das kleine Kapuf, wo ich gerade war. War es das, was sie meint? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nennst du es Kabuff und ich nenn's einfach Saloon. Die Spelunke unten? Da, meine ich. Ja. Kabuff. Ja. Dann ja, das Kabuff. Da treffen sich zurzeit alle. Ja, Kabuff halt. Ja, hier die Straße runter war das, ne? Da genau, unten die rechts. Straße runter rechts. Richtig, richtig. Da, aber Sie müssen nochmal üben mit links und rechts. Sagen Sie mir, Straße runter, dann links. Ja, perfekt. Ja. Und dann kommt der mit, biegt rechts ab. Na toll. Danke für nichts. Ja, das Leben ist hart. Ja, weiß ich. Wieso einfach, wenn man es auch schwer haben kann? Richtig. Aber gestern kamen drei Herrschaften zu mir. Die wollten eine bestimmte Information haben. Was für eine Information? Anscheinend suchen sehr viele Leute den Ort, wo man Samen für Tabak besorgen kann. Hm. Da hast du schon von dem Riesenskelett erzählt, was wir gesehen haben? Ja, habe ich erzählt. Ja. Wollten wir nicht sowieso später nochmal los? Ja, richtig. Ich denke mal, sobald John wieder da ist, ich weiß gerade nicht, was er macht. Übergröße halt das Tier. Wollte John dann auf jeden Fall nochmal eine Expedition starten mit Übernachtung. Wunderbar. Also quasi die Leute, die mit wollen, wir treffen uns alle nachher in der Spelunke. Wann ist jetzt noch nicht ganz bekannt. Und ja, nehmt euch eine Angel mit oder irgendwas anderes. Ja, Schusswaffen wären nicht schlecht. Also ja, schlagt die Banditen zusammen. Na, Banditen? Was für Banditen? Ja. Ihr könnt euch auch Samen mitnehmen zum Anpflanzen. Nehmt den Banditen, die schießen. Soll ich anpflanzen? In Ruhe. Ja, richtig. Wir sind noch da. Ja. Ja, wer hat denn jetzt was für Banditen, Wofi? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass da Banditen sind. Achso. Ja, also ich treffe immer welche über Blackwater. Da gammeln die am meisten. Ja, das stimmt. Da hinten. Da gehen sie an dem Flussbett dort, ne? Wollen sie in die Richtung? Hauptsächlich abends oder nachts wurde ich schon 3-4 Mal überfallen. Wollten wir Geld haben, für die jetzt nicht gut. Diese Drecksäcke. Ich sag euch, wie es ist. Gestern habe ich 2 Mexikaner erledigen müssen. Ah. Da hatte ich Lieferungen nach, wie heißt das kleine Kaff da hinten? McFarlane Street. Nein, ganz links. Von unten? Ist links. Nein. Das ist rechts. Ach, aber hallo. Oh Gott, sag nicht Tumbleweed. Amadillo. Nein, oder Tumbleweed. Nicht ganz so weit. McFarlane? Nein. Strawberry? Nein, Moment, links. Neben Blackwater, neben der Range, neben McFarlane's Range. Die nächste Stadt. Amadio. Ja, richtig. Du warst in Amadio? Da also nicht. Nein, oh, hab keine Angst. Nein. Verdammt. Nein, ich war nicht richtig dort. Ich bin ja eine Frau, also das ist eine Männergrippe. Da, ich war ja nicht richtig dort, aber musst du überlegen, 2 Mexikaner sind gekommen. Männergrippe. Ja, und so hat der Arzt das genannt. Ja, und dann? Da, wie soll ich sagen? Ich lasse mich ungern hier irgendwie, dass ich bezahlen muss, dass ich da hingehe. Aha, da. Wollten die Geld? Da, die wollten Geld, $5. Was, dass man da in die Stadt reitet, oder da, was? $5, sonst dürfte ich meine Lieferung nicht wegbringen. Ist das gut?
dann bezahlst du halt mit deinem Leben, was soll ich sagen? Wenn du mich nicht durchlässt, mache ich mir selber den Weg frei. Gut, dann hat's einmal Boom gemacht, dann lag der erste und dann hat die Schießerei angefangen mit dem zweiten. Hm. Ja, die wollen es auch nicht verstehen, die Mexikaner. Weiß ich nicht, wenn ich schon zwei Banden von den Mexikanern umgelegt habe, wollte die dritte auch noch Stress mit mir. Da wusste ich aber noch nicht, dass wenn ich einen, wenn er auf dem Boden liegt, dass er noch Bastler zu mir sagen kann. Ja, okay. Da habe ich ihm wahrscheinlich nicht den Gnadenschuss gegeben, so, aber ist okay. Ist kein Problem. Lebe ich mir jetzt. Bei mir geht's gut, ihm nicht. So, und dann kommt ein Vollidiot hier genau vom Doktor nachts um oder morgens um 6. Tupst mich von hinten, ich knall gegen scheiß Pfahl. Ja. So, hab mich erstmal schlafen geschickt anscheinend, das Ding. Ich schau noch einmal ganz kurz nach dem Doktor. Wird mir so und langsam dann, warm hier drin. Dann geh ich nochmal runter in den kleinen Salon. Falls ihr da mitkommen wollt oder euch schon dort treffen wollt. Ja, wieso nicht? Das ist tatsächlich, die Sheriffs hier im County werden immer schlimmer. Ja. Wie meinen Sie das? Das hat gestern schon auf mich geschossen, ohne einen triftigen Grund. Oh, ja. Er ist schon ein Ganove. Da mehr als nur ein Ganove. Ich nenne sowas Bastard. Oh, also, ich bin noch zurück für solche Wärter. Da sind Sie auch eine Frau, glaube ich. Das denke ich auch mal, dass ich eine Frau bin. Da können wir nicht bestätigen, aber wir denken mal. Und geh mal davon eine aus. Frau kann auch solche Wörter im Mund nehmen. Natürlich. Sie braucht nur die richtige Motivation. Geschäft. Der Motivation kann man denken. Schön habt ihr sehr. Freut mich, Hermanus. Hoffentlich macht ihr guten Umsatz. Sehr, gracias, SV. Aber der Umsatz ist eigentlich nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass die Menschen glücklich oder unglücklich reinkommen und glücklich rausgehen. He? Oder betrunken. Ja, sehe, dann sind sie ja glücklich, ja? Im besten Fall beides. Ja, aber neuer Anlaufpunkt für Gespräche, Informationen. Klar, doch. Hey. Oder Sorgen vergessen, verdammt. Ja, richtig. Schütteln Sie ruhig Ihr Herz aus, ja? Ich würde gerne die Frau zu Hause rumnervt. Du hast wenigstens eine Frau, sei glücklich. Ja, richtig. Andere müssen paar Pennies für die Huren in diesen Städten zahlen. Boah, da kann ich dir die Doppel-D-Lore empfehlen hier auf dem Zigeunermarkt. Die Obstverkäuferin, ich glaube, die macht's kostenlos. Verdammt. Ach, das ist die Dame mit dem ungewaschenen Gesicht, richtig? Ja. Die etwas korpulentere Dame. Nee, die trägt ein bisschen bauchfrei. Entweder ist der Stoff ausgegangen oder es ist einfach nur zu klein geworden. Ich weiß nicht. Ich will nicht wissen, wo die sich noch nicht gewaschen hat, wenn das Gesicht schon so aussieht. John, wir gehen jetzt auf Abenteuer. John! Nein! Ich will noch ein bisschen. Nein! Komm! Nein! Du kannst auch später noch Klavier spielen, mein Bester. Bisschen Piano. Entschuldigung, Piano. Herr Pascal, so, wer will die Rune haben? Wer will den ersten Schuss drin? Ich will. John muss ja, weil er die Schaufel. Ja. Wir lernen euch das Herrschaft an. Okay, aber nicht, dass es mir jetzt leicht in Joseph sei, wenn ich irgendwer zu Untoten sehe oder dass er. Ja, ich hoffe, Sie sind doch keine Weicheier, oder? Vergessen Sie auf jeden Fall nicht die Masken, weil so wie die aussehen, sehen die nicht so aus, als wären die gesund. Ja. Das wissen sie sich nicht gegenseitig. Ja, besser ist. Warum haben Sie mich mit hingeschleppt? Ob ihr bereit seid, es wird witzig. Wir sind bereit.
Geht's allen okay? Geht's allen gut? Ja, alles okay. Oh, ich hab direkt was gefunden. Wo ist die Schaufel? Beim heiligen Klabautermann. So, Schaufel. So, packt eure Waffen erstmal zur Seite. Ja, alles gut. Ich glaube, ich hab dich getroffen, deswegen. Ja, alles gut. Auch gerne, wofür brauche ich eine Schaufel? Sei es aber gerne. Ja, es kann nur nicht gucken, weil der Fluch nur mir die Sachen anzeigt gerade. Ah, okay. Hier ist mir, das sollte die mal annehmen. Schaut euch diese mal an, das ist doch... Diese Herrschaften, die sehen aus, als fehlt denen die Hälfte von ihrem Körper und die anderen sind einfach nur verkohlt. Denn ich sage euch, das sind die Seelen von Artesmias. Ja, ich habe die Behauptung aufgestellt, das ist irgendwie... ein Teufelswerk, oder? Erzähl, auf jeden Fall. Ausgeburt aus der Hölle. Stopp,